Hey Leute, aufgesattelt und aufgesessen zu einem neuen Stallgeflüster. Heute mit dem Thema, welche meine Top 5 Flops der letzten Jahre sind, was Spiele angeht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ich glaube, die sind diesmal auch alle in den letzten 5 Jahren gewesen. Bei den besten Spielen der letzten Jahre waren ja nicht alle aus den letzten 5 Jahren noch, aber diesmal sind, glaube ich, auch tatsächlich alle dabei. Ja, und ich möchte anfangen mit einem, ja, leider Pferdespiel, in das wir, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr viele Erwartungen gesetzt haben. Was, glaube ich, auch das größte Problem gewesen ist bei dem Spiel. Weil im Endeffekt das Spiel alle Möglichkeiten hätte, uns alle Möglichkeiten versprochen wurden, sich aber leider dann nicht mehr wirklich viel daran getan hat. Ich würde mich nach wie vor freuen. Ich will nicht damit sagen, boah, ich gebe dem Spiel überhaupt gar keine Chance mehr. Wenn sich da nochmal irgendwas dran tun würde, würde ich dem Spiel nach wie vor noch eine Chance geben. Aber es hat sich einfach schon Ewigkeiten nichts mehr daran getan. Und deswegen bin ich da doch sehr, sehr skeptisch, ob da überhaupt nochmal was passieren wird. Und zwar ist es Riding Out. Wie gesagt, wir hatten hohe Erwartungen, vielleicht zu hohe Erwartungen, die das doch sehr, sehr kleine Entwicklerteam überhaupt nicht, ja, erfüllen konnte. Aber dafür ist dann auch ein bisschen zu viel im Vorfeld angekündigt worden, beziehungsweise gesagt worden, ja, möchten wir gerne reinbringen und so weiter und so fort. Die Ansätze des Spiels, eben, dass man sich die Pferde zähmen kann, dass man, wenn man sich die Materialien erfarmt, frei bauen kann, seinen Hof errichten kann, wie man sich das vorstellt, die sind sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr gut. Das Problem ist einfach, dass das an der Umsetzung gescheitert ist. Es ist zigmal überarbeitet worden, dann gab es einen Online-Modus, dann gab es keinen Online-Modus mehr, dann ist der Baumodus komplett überarbeitet worden. Dann ist er wieder rückgängig überarbeitet worden. Dann sind Sachen rausgenommen worden, die man gerne gehabt hätte. Es sind Sachen nicht reingekommen, die man gebraucht hätte, wie zum Beispiel ein Wegetool, was auch dringend nötig gewesen wäre. Wie gesagt, es hätte sämtliche Möglichkeiten, hat sie aber leider nicht genutzt. Ich hoffe immer noch auf ein Spiel dieser Art, wirklich von einem Team, was auch die Zeit hat und das Know-how entsprechend, um sich darum zu kümmern, womit ich jetzt niemandem zu nahe treten möchte. Aber das würde ich mir einfach wünschen. Und wenn es das Team wäre, was jetzt an Riding Out gearbeitet hat, dann wäre es umso schöner. Aber ich glaube momentan nicht, dass sich da nochmal irgendwas dran tun wird. Dann für mich der nächste Flop der letzten Jahre ist ganz klar Rollercoaster Tycoon World. Ich habe, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, da Golden Hills Valley Stall. Ich habe Rollercoaster Tycoon 1 gespielt, 2 nicht so, weil das sehr, sehr ähnlich dem ersten Teil gewesen ist. Aber den ersten, den habe ich bis zum Abwinken gespielt, wirklich mit meinem Papa zusammen. Rollercoaster Tycoon 3 habe ich auch noch mega gerne gespielt und entsprechend habe ich mich total auf Rollercoaster Tycoon World gefreut. Man hat aber gemerkt, dass Frontier Games, die vorher dann noch mit dran entwickelt haben an den alten Teilen, dass die abgesprungen sind, weil es da doch einige Unstimmigkeiten gab. Und Atari hat dann eben ein eigenes Rollercoaster Tycoon gemacht und Frontier Games wiederum hat sich mit Planet Coaster, ja, was Eigenes aufgebaut. Und Frontier hat in meinen Augen alles richtig gemacht. Planet Coaster ist das Nonplusultra ultimative Freizeitparkspiel, während Rollercoaster Tycoon World, tut mir leid, aber da hat Atari alles falsch gemacht. Es ist, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, wie es war, weil ich habe so wenig Zeit, es hat mich überhaupt nicht begeistert. Es hat mich nicht mal kurz großartig fesseln können. Vielleicht insgesamt 2-3 Stunden. Und dann war ich aber irgendwie so entnervt, dass ich das nie wieder installiert habe. Vielleicht würde ich es mir auch nochmal angucken, vielleicht hat sich in der Zwischenzeit auch nochmal was dran getan. Aber wenn man von vornherein so eine schlechte Experience, so eine schlechte Erfahrung gemacht hat in dem Spiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es nie wieder anpackt und es in der virtuellen Ecke verstaubt. Und da ist leider Rollercoaster Tycoon World bei mir gelandet. Weil es überhaupt nicht mehr dieses alte Flair rübergebracht hat,
wie es eben die alten Vorgängerteile geschafft haben oder wie es dann eben auch Planet Coaster geschafft hat. Nächster Flop-Titel für mich war Dark and Light, ein groß angekündigtes Sandbox-MMO mit bombastischem Trailer, toller Grafik. Ich habe es im Early Access gespielt, beziehungsweise versucht es zu spielen. Es war eine Katastrophe. Das ist auch so ein Spiel, wo man sagt, okay, die hätten da wirklich noch einiges mehr dran machen müssen, bevor sie es raushauen. Ansonsten ist es nämlich auch wieder so ein Problemfall wie bei Rollercoaster Tycoon World, dass man einfach diesen ersten mega schlechten Eindruck hat und der brennt sich in die Erinnerung ein und man hat keine Lust, dem Spiel überhaupt noch mal eine Chance zu geben. Denn das Spiel hat im Early Access auch ähnlich wie Riding Out so extrem nur an der Oberfläche gekratzt und es lief so miserabel, dass der Funke einfach absolut nicht übergesprungen ist. Vor allen Dingen, da ich im Vorfeld doch ziemlich gehypt war, mir viel davon versprochen habe. Und dann kam leider die große Enttäuschung. Ist auch schon eine Weile her. Ich würde vielleicht auch da nochmal reinschauen, einfach mal aus Interesse, was sich da in der Zeit getan hat. Aber ich glaube, da auch die Nutzer-Reviews, auch die in der letzten Zeit bei Steam eher mittelprächtig sind, wird sich da nicht viel Positives dran getan haben. Ein weiteres Spiel, worauf ich mich mega gefreut habe, was mich super gehypt hat, und zwar wirklich über Jahre hinweg, ist ReLegend. ReLegend, super putziges Spiel, so ein bisschen im Stardew Valley-mäßigen Spielgedanken. Super goldig, aber es war derart verbuggt, als es rausgekommen ist und irgendwie ist auch nicht so richtig der Spielspaß aufgekommen. Ich finde, vieles war nicht so richtig erklärend und man ist so ein bisschen alleine gelassen worden und ja, wir wollten es damals im Multiplayer spielen, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also der Multiplayer war quasi unspielbar, man hat sich einfach nicht gesehen. Ja, was reite ich mir denn hier zusammen? Auch das war einfach ein Spiel, wo man sich super drauf gefreut hat, was aber komplett alle Möglichkeiten, die es gehabt hat, in den Sand gesetzt hat. Und auch da sind nach wie vor die Nutzer-Reviews auf Steam eher nicht so toll, also im ausgeglichenen Bereich. Und wenn dann nur steht ausgeglichen, dann ist ein Spiel meistens nicht sehr gut. Und auch das ist ein Spiel, dem ich nicht mehr wirklich so eine große Chance gegeben habe danach, weil es mich einfach total enttäuscht hat, weil es, ja, weil einfach der Spielspaß nicht aufgekommen ist und ich deswegen auch gedacht habe, boah, ich habe so viele andere Spiele, die ich gerne spielen möchte, warum soll ich mich da mit einem Spiel befassen, wo nicht wirklich der Spielspaß mich direkt fesselt? Ich bin da tatsächlich aufgrund dieser großen Auswahl an Spielen, die man mittlerweile so bekommt, und der sehr begrenzten Zeit, weil ein Tag hat eben einfach nur 24 Stunden, bin ich wirklich so hart, dass ich sage, ein Spiel, was mich nicht irgendwie von vornherein flasht, dem gebe ich gar nicht mehr so großartig eine Chance. Das ist bestimmt auch oft unfair, ja. Aber ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber mich muss mittlerweile ein Spiel wirklich begeistern, damit ich dranbleibe. Wenn ich so ein bisschen unsicher bin, dann ist es vielleicht so, dass ich sage, okay, ich gucke mir das mal noch ein bisschen an, aber irgendwann stellt sich das ja dann raus, ob es mir weiterhin Spaß macht oder nicht. Und so ein ähnlicher Kandidat ist der letzte Teil, den ich auf meiner Liste habe. Da habe ich lange überlegt, ob ich das drauf packe, weil es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mich nicht dauerhaft gefesselt. Und da seid ihr vielleicht auch anderer Meinung, kann ich mir zumindest gut vorstellen, denn das ist Animal Crossing New Horizons tatsächlich. Da wird jetzt der eine oder andere vielleicht sagen, was, warum? Das Spiel an sich ist sehr, sehr süß, aber ich bin ein Spieler, ich brauche entweder von vornherein keine Führung, wie es bei Sims der Fall ist, wo ich mir alles selber überlegen muss, oder ich brauche ein Spiel, was mir konstant immer wieder Führung und Quests gibt. Und Animal Crossing war halt so ein Spiel, wo man am Anfang
in aller Regel immer die gleichen Aufgaben machen musste, um seine Insel auf diesen Stand zu bringen, dass KK vorbeikommt, um dann eben auch das, das Bauen freizuschalten und das Terraforming und sowas, wo ich mich total drauf gefreut habe. Aber irgendwie war dann das Spiel vorbei. Irgendwie war dann das Spiel vorbei. Es gab keine Aufgaben mehr. Klar, ich kann mir so viele Möbel noch so viele Muster kann ich mir noch aus der Luft fischen oder angeln oder was weiß ich auch immer. Aber irgendwie war dann für mich doch so ein bisschen die Luft raus. Es ist ein total süßes Spiel. Vielleicht, würde ich durchaus noch mal reinschauen, weil ich es eben eigentlich wirklich ganz cool fand. Weil in der Zwischenzeit ist ja doch auch einiges Neues reingekommen. Also von daher noch mal reingucken, kann ich mir definitiv noch mal gut vorstellen. So ist es auf gar keinen Fall. Aber es hat mich dann enttäuscht, dass ich mich dann doch drauf gefreut habe. Obwohl ich ja noch gar keine Ahnung hatte von Animal Crossing und es dann doch relativ schnell, relativ langweilig für mich wurde. Das ist nicht unbedingt, weil es jetzt wirklich ein schlechtes Spiel ist. Das ist so mein persönliches Empfinden. Weil wie gesagt, ich finde es eigentlich gut, aber ich bräuchte da mehr aktive Aufgaben. Ich finde zum Beispiel ein Stardew Valley, was ja vom Inhalt ähnlich oder vom Spielstil ähnlich ist, bietet mir persönlich mehr Inhalt. Um einiges mehr Inhalt. Aber wie gesagt, wenn ihr auch Animal Crossing gespielt habt, teilt mir doch gerne mal eure Erfahrungen damit dazu mit oder eure Meinung gerne auch zu den anderen Spielen, wenn ihr da auch vielleicht Erfahrungen mit habt oder gerne auch eure Titel, die für euch so ein bisschen gefloppt sind in der letzten Zeit. Ich bin sehr gespannt, bedanke mich fürs Zuschauen und morgen geht's weiter mit der Story. Bis dahin. Tschüss!